Jo Leute, auf geht's zum zweiten Spieltag gegen den VfL Osnabrück und guckt mal, wen wir neu geholt haben zum SCP. Ja, genau. Richtig gesehen. Noch eine Legende, noch ein alter Sack in der Abwehr. Leonardo Bonucci. Und ich hoffe, die beiden bringen mir jetzt Glück. Balotelli sein zweites Tor im zweiten Spiel und Bonucci haut gleich alles hinten raus. Oh, Moment. Al-Nassr akzeptiert 34,7 Millionen. Talisca. Ja, können wir uns leider noch nicht leisten. So, hole ich auch mal gleich den zweiten Sieg hier raus. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema und das ist dieses Spiel. Mario, cool. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel bei richtig guten Wetterbedingungen. Wolfuß. Scheiße, hätte ich die dunklen Trikots genommen. Dass Sie zu Hause dabei sind und wir werden dieses Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Oh, what? Was wird denn das hier gleich? Und das war's erstmal wieder. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Wir haben Bonucci natürlich. Moment. Bonucci gleich zum Kapitän gemacht. Wow! Digga, rot, was gelb. Direkt raus, Alter, voll die Blutgrätsche. Guck dir das an, du Sack. Alter! Mit beiden Haxen voran, Alter. Okay, komm schon, Balotelli, komm schon. Immer das FE und... Wusch! Oh Mann, Alter! Kacke knapp, voll versammelt, Alter. Bonucci macht hier sein erstes Spiel. So sieht's aus. Bei diesem Team ehrlich gesagt nur eine Schwäche auszumachen und das war die Innenverteidigung. Aber mit ihm hat sich das komplett geändert. Da haben sie sich einen Superstar geangelt. Das stimmt wohl. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Er geht dazwischen. Ach komm. Jo! Schön dazwischen wieder. Digga, Alter, spielen die voll auf Pressing oder was? Jetzt sind sie am Ball. Alter, wer ist er denn hier? Flash oder was? Der rote Blitz holt mich aus 100 Kilometern Entfernung von hinten sogar noch ein. Entscheidet auf Vorteil, weiter geht's hier. Da geht er natürlich hervorragend. Ey, sag mal. Aus dem Schuss wird keine richtige. Oh Mann, Alter. Hoffen wir nicht, dass das hier eine peinliche Scheiße wird. Aber wenn die nicht voll auf Pressing spielen hier. Da haben sie jetzt einige Optionen. Mario Balotelli. Der Ball an den kurzen Posten. Abgefangen. Scheiße, Alter. Wir sind doch voll ungefährlich, Alter. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sag mal! Er hat den Ball, gute Aktion. Ja,
Unglaublich, Alter. Aber leider nicht Balotelli, verdammt. Komm, dreh nicht durch, Alter. Wir haben uns schwer genug getan. Scheiße, Alter. Jetzt ging es auch noch ein Momentum, ne? Klar. Oder wir kriegen eins, warte. Oh, 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 oh. Minuten sind vorbei, die Spieler gehen. Ich weiß ja nicht. Sehr überzeugend sah das Ganze bis jetzt nicht aus. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Linie. Mario, wahrscheinlich der Einzige, der überhaupt ein bisschen zaubern kann bei den ganzen 68er-Spielern hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke geht in den Strafraum. Was? Pfosten. Erzähl nicht. Ich meine, okay, wir hin nichts, aber. Scheiße, Alter. Gott sei Dank ist er nicht reingegangen, hätte ich mich nochmal aufgeregt. Mario Balotelli. Er bekommt Hilfe. Er versucht's. Nicht, nicht, nicht. Oh. Ah, okay. Gott sei Dank, Alter. Ecke kommt in die Mitte. Jo. Reingabe in die Mitte. Jo. Torwart einfach Spider-Man. Alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Er versucht, aber der Ball geht doch weit vorbei. Sie liegen nur knapp vorne. Es müsste viel deutlicher sein. Alter, wir müssen noch irgendeinen alten Saftsack finden. Den wir neben Mario und Sturm stellen. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Ich wollte einfach nur, dass er auch mal einen Schuss hat. Oh, crap. Manchester City hat einen Transfer vermeldet und es ist wohl wirklich ein echter Wunschtransfer. Dem steht eine Top. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Ja, gehalten erstmal, aber die. Ist nicht wahr, ehrlich. Komm schon. Ganz alleine die Chance. Den Jubel werden wir uns auch angucken. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Zweites Spiel, zweiter Treffer. Wir werden ihn zur Legende machen. Ich meine, er ist schon eine Legende, aber. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Egal, Alter. Billiger kleiner Lupfer drauf geschissen. Mario Balotelli. Ups. Oh, jetzt. Momentum. Zack. Oh nein, abseits. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Bah, das war richtig klar. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Ja, kein guter Lupfer. Jetzt kommt der Wechsel. Boah!
Oh, dem wollte ich so eine Blutgrätsche verpassen, Alter. Das Pressing ist da. Madonna! Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Nein, nur er zeigt's. Und dann dieser Hammer, der ist dann auch nicht mehr zu halten. Ja, Buschi, hast du vollkommen recht, Alter. Der Hammer ist nicht mehr zu halten gewesen. Alter, zwei Spiele, drei Tore. Vielleicht sollte man jetzt rausnehmen, ein bisschen schonen. Wo ist Bonucci, der alte Sack? Da ist er. Bonucci. Acht Minuten jetzt noch. Einfach mal raushauen, das Ding. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Das sieht gefährlich aus. Da ist er jetzt durch. Genau hinschauen jetzt. Und das nächste Tor. Alter, er wird nicht nur bester Torschütze, er wird Scorer werden. Zwei Tore, eine Vorlage. Was willst du mehr? Bester Einstand für Balotelli. Da kommt dieser Halbvolle und da gibt es nichts zu halten. Drin ist der Ball. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Ja, Osnabrück, das wird nichts mehr. So, komm, mach mal hinten noch Abwehrriegel dicht. Scheiß drauf, Alter. Ganz auf willig. Oh. Setz die Klasse durch. Nee, Alter, nicht mal das Anschlusstreffer. Jo. Okay, sehr schmeichelhaftes Ergebnis, aber scheiß drauf. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Oh. Okay, haben sie einen Anschlusstreffer. Aber wir sehen's, echt, der Jubel kommt nicht mehr auf. Zu spät kommt, das wissen sie auch. Es hätte ihnen früher gelingen müssen. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Das ist der Schlüssel. Eine bleibt es hier. Also, bis zur nächsten Woche und zum nächsten Spiel. Wer hätte das gedacht? 6 Punkte haben sie nach diesem Sieg auf dem Konto. Das ist ein toller Start. Interview? Oh, machen wir das auch noch? Ach komm, scheiß drauf, kein Interview, das war eh schmeichelhaft. Am Anfang haben die echt gut Druck gemacht. Bis denn. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is